Nina Christine, Luxuslady und selbsternannte Millionärstochter, ist die Hauptfigur in der ProSieben-Serie Four Blondes. Wir dürfen heute mal einen Blick hinter die Kulissen werfen und beim Fotoshooting für Eminail und der Modenschau des Luxuslabels Camouflage Couture hautnah dabei sein. Das Shooting ist für mich was ganz Besonderes heute. Ich bin zwar gewohnt, vor der Kamera zu stehen, aber so Werbeshootings sind immer was Besonderes. Und ich freue mich sehr, dass es für Fingernägel ist, weil Fingernägel sind halt genau mein Ding. Ich habe schon seit 10 Jahren gemachte Fingernägel und ich habe das auch gerne mal Strasssteinchen und Farbe und so. Eminail ist eine der bekanntesten Firmen für Nagelprodukte aus Deutschland. Und dafür darf die wasserstoffblonde Wohlstandsblondine mit Sympathiefaktor heute vor der Kamera stehen. Es soll ja bald eine neue Linie geben, die Nina-Christine-Serie, und ich mache mir natürlich ganz viele Gedanken, wie die aussehen soll. Also Pink ist natürlich meine Lieblingsfarbe, deswegen wäre es schön, wenn es so speziell pinke Lacke geben würde. So Babypink und rosa Pink und dann ein bisschen extremer und so und vielleicht ganz neue Farben. Für das Shooting braucht die Silikonikone aus dem Ruhrpott natürlich das passende Outfit. Und das kommt von keinem geringeren als Stardesigner Franco Storck, der heute persönlich Nina Christines Outfit zusammenstellt. Er ist jetzt schon begeistert von der Kessen-Oberhausenerin. Heute geht es darum, dass quasi das Textil zu dem Nagel passt. Also wir werden da über die Farben arbeiten, nicht über die Formen. Weil da gibt es ja, wie bei mir in der Mode, hunderte von verschiedenen Dingen. Haben wir uns natürlich jetzt konzentriert auf den Farben. Das, was jetzt in dem Winterton aktuell ist. Nina passt sehr gut, aufgrund dessen, dass sie natürlich sehr sportlich ist und gleichzeitig auch elegant sein kann. Und ich natürlich von jedem etwas habe. Und damit alles glatt läuft, hat Eminail auch gleich den Promi-Fotografen Philippe Ribeiro engagiert. Der weiß, wie man die Luxusfrau richtig in Szene setzt. Wir werden jetzt gleich Fotoshooting haben für die aktuelle Kampagne für Weihnachten und Adventskalender und verschiedene Produkte, die sie präsentieren soll. Ja, das werden wir auf Foto festhalten. Mir wird gerade bewusst, es ist bald Weihnachten, ich habe noch keine Geschenke gekauft und ich bin immer noch Single, was natürlich blöd ist. Die Wasserstoffblondine ohne Starallüren wird in Zukunft die Werbeplakate zieren. Ich habe keine Ahnung, warum Eminail mich ausgesucht hat. Ich meine, ich habe seit 10 Jahren immer schöne gemachte Fingernägel, also von daher passt. Fingernägel sind einfach total mein Ding. Warum jetzt gerade ich den Job gekriegt habe? Naja, man muss auch Glück haben im Leben, ne? Sie vertritt auch diese Marke, indem sie auch wirklich diese Fingernägel nicht nur trägt, weil sie das eben macht für einen Werbepartner, sondern sie lebt es auch, sie mag es. Sie identifiziert sich auch mit unserem Haus und es passt wunderbar. Es macht immer wieder Spaß, mit ihr zu arbeiten. Sind auch froh, dass sie heute hier ist. Die Mitarbeiter und Mitarbeiter vom Haus sind begeistert. Perfekt. Die Klamotten sind nicht nur der absolute Hingucker, sondern auch begehrte Stücke der internationalen Promi-Riege. Kein Wunder, dass die Millionärstochter langsam kalte Füße bekommt. Sie wird gleich die angesagte Kollektion einem exklusiven Käuferkreis im Wiesbadener Parkcafé präsentieren. Ich bin schon ein paar Mal in eine Modenschau gelaufen und das war jedes Mal total komisch, weil man nie weiß, wie man posen soll. Ich meine, ich habe jedes Mal Topmodels geguckt, aber naja, so wirklich kann ich es nicht. Wie ein Profi läuft das blonde Wunder über den Catwalk des Wiesbadener Traditionsclubs. Vor ihr waren hier schon Frank Sinatra, Charlie Chaplin und P. Diddy zu Gast. Und letzterer ist auch ein großer Fan und Freund von Modestöpfer Franco Storck. Heute war sehr anstrengend. Zuerst das Shooting bei Eminail, sind jetzt die Modenschau, aber es war total schön. Und die Modenschau hier war super, die Klamotten sind toll und die Models waren nett, also es war wirklich schön. Und was es von Nina Christine außer Catwalk und Champagner noch zu sehen gibt, zeigt Ihnen Six in der neuen Staffel Four Blondes.